Nee, Trizeps. Oder? Ja, da kannst du auch. Eine Masche. Oh, das ist schön, ne? Ja, Hammer. Ja. Hallo und herzlich willkommen wieder auf unserem YouTube-Kanal. Heute für ein neues Lost Place Video. Im Hintergrund seht ihr das, ein altes Gebäude, denn wir sind auf einer Kaserne. Aber wir sind heute auch nicht alleine unterwegs. Uns begleiten die zwei netten Freundschaften dort. Ja, ich bin der Molly. Ich bin die Greta. Und wir sind von Lost Adventure Hunting und sind heute zusammen das erste Mal unterwegs. Genau. Und wir haben schon unseren Spaß. Ja. Und interessant wird es auch noch. Richtig. Und dank den beiden auch historisch-geschichtlich. Ja, so ein korrekt. Bisschen. Wir geben uns Mühe, ja. Ja. Na dann, wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Das ist ein ehemaliger Teich gewesen. Da haben die Soldaten sich das schön gemacht. Da sieht auch noch so wie ein kleiner Kamin hatten wir ja dort. Und die hatten sich wahrscheinlich auch noch so einen kleinen Ofen gemacht oder hier mit der Abzug. Ja, wie uns gerade erzählt wurde, haben die Soldaten sich das halt immer recht hübsch gemacht. Die waren halt künstlerisch immer tätig. Und oh, dann wurde der triste Alltag doch bunter. Ja, hier wurden die Stiefel aufgestellt. Wenn die irgendwie vom Einsatz gekommen sind, dann war hier unten Heizung. Die wurden dann Heizung und sind die schön ausgetrocknet dann, weißt du? Genau, das war die Funktion. Hier oben haben sie wahrscheinlich schon ein paar Jacken hingehangen und so. Schon interessant, ne? Ja, echt nicht dumm, wa? Ja. Ja, vor allen Dingen alles total selber geschweißt und so. Da ist nichts gekauftes, das sieht man richtig, ne? Ja. Die haben alles selber gemacht in der Regel. Ein bisschen nutzt, was sie zur Verfügung hatten. Ja, ja, ja. Schon krass. So, aus dem ersten Gebäude sind wir jetzt raus. Oh, war schon interessant. Und das gleich zum Anfang. Das verspricht doch noch viel mehr. Ja, und jetzt gehen wir halt da Glockenturm durch die Pforte mit unseren Begleitschaften. Dann wird es noch sehr interessant. Ja, wollte ich gerade sagen, hier, das siehst du auch wieder, das haben die sich aus Leisten alles gebaut hier, um das zu verschönern. Du siehst gleich noch mehr, hast die Kamera laufen? Ja. Heute bin ich gespannt, da kommt noch mehr. Heute kriegst du alles zu sehen hier. Ja, so eine private Führung ist doch mal gut, oder? Ja, genau. Ja. Wenn ich... Kommt damit nicht alleine klar? Guck mal, oh, 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 oh. Das ist schön, ne? Ja, Hammer. Ja. Mach mal Licht aus. Ja, kannst gar nicht so nah ran. Das wirkt nur auf Entfernung. Uiuiui. Ui, ui, ui. Das ist ja so Glas. Das Glas, ja, das erkennst du eher so, wenn du von da aus guckst, so ein bisschen. Von hier ist schwierig. Aber ja, das drauf, ja. Genau, sieht man jetzt weiter.
Genau. Das scheint hier dann noch ein Hunde zu sein, oder hier? Ja, irgendwie so eine Kampfszene, die hat jetzt... Ja, bei einem Helm oben, so mit dem Busch. Ja. Das hat sich, hier siehst du auch, da war bis vor einem Jahr war auch noch ein Bild, das haben sie aber komplett, irgendeiner hat sich das abgemacht und mitgenommen. Ja. Hier siehst du, ne, ja. War auch schön, da war so eine Frau drauf. Aber auch interessant wieder hier die Tür. Aber ist immer nur einfach ein Soldat oder hat er auch einen Namen, der Soldat? Nee, das ist jetzt einfach nur ein Soldat. Soll halt das wieder sein. Die sind ja, die Russen sind ja sehr, sehr stolz. Ja. So gewesen, ne? Und wir haben immer, wollten einfach zeigen, wer ist das da oben? Ist das nicht das Ostrepto? Dieses Denkmal? Warte, soll ich mal leuchten? So? Ja. So, jetzt sind wir im Keller. Dann sieht's hier. Und hier unten soll eine Schießbahn sein. Ja. Die anderen drei sind schon vor, dann gehen wir mal schnell hinterher. Das ist doch noch alles von der Asbestplatten, oder? Ja, ja. Hier hinten besser. Ja. Stimmt. Oh, noch mit Bahntrassen hier. Hier ist noch so ein kleines Raumfeld mit so zwei Pferden und drei Pferden. Oh, Pferde sind immer gut. Wurde das nachträglich und hat noch Zeichnung beim Bleistift. Also es ist nicht fertig, das Kunstwerk. Das sind nur die Köpfe. Markus, du erkennst, was das hier ist, ne? Schießstand. Ja, haben sie im Keller mal irgendwo. Da hinten ist der Kugelfang hinten, ja. Das ist der Kugelfang. Ach, schon krass, ne? Ja. Würde bei heute gar nicht mehr in der deutschen Kaserne möglich. Ja, machen wir im Keller mal hier mal so. Nee, da fährst du ja extra auf die Truppenübungsplätze, damit du ja mal schießen darfst. Ja, genau. Aber ja. Ja, cool. So sehen wir. Das sind die Kugeln, ja. Ja. Such dir auch welche raus, ja. Kannst du auch mitnehmen. Mach mir kurz seine Tasche, dann benutzt du ein bisschen sonst rausholen. Ja. Markus, möchtest du auch welche? Ja, na klar. Such uns doch mal was Schönes. Wer sucht, wer findet, ne? Da müsste eigentlich alles voll sein. Du musst so ein bisschen sieben, weil die so klein sind. Also das schon, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, ja. Nee, das ist ohne Schraube, oder? Was sagst du? Nee, das ist ein bisschen angerostet, aber ist, ist aber schon Patronenhülse. Also. Ja, die ist ja nur das Geschoss an sich. Genau, das vorne der Kopfschmerz. Ist ein Geschoss drin oder so, das haben wir selber noch nicht rausgekriegt. Wenn einer Russisch kann von den Zuschauern, vielleicht kann er das ja mal nochmal übersetzen. Weiß ich nicht. Sieht cool aus auf jeden Fall. Ja. Guck mal hier. Ah, das ist auch welche. Ah. Sieht aus wie Kupfer, wa? Das ist Kupfer. Ja. Ey, da kannst du noch Geld machen. Ja. Hast du denn einen Eimer bei? Wie abgesprochen? Ja, wir können den als Auto packen. Kofferraum muss noch leer, wa? Ich hab Tüten. Lass uns suchen. Sport. Na dann ran an die Geräte. Ja. Nee, Trizeps, oder? Ja, da kannst du auch. Eine Masche. Das war eigentlich die Seite zu viel. Warum hast du wieder Schmerzen? Ja, Sport war schon auch noch Sport, oder? Aber Markus, du musst halt jetzt auch richtig so Geräusche beim Handeln. Genau. Das musst du dich ja anstrengend anhören. Du hast aber ein Bodenkreuz, ne? Ja. Du hast das nicht gelernt in der Schule, du musst ja, das geht aber nicht. Und manchmal kann ich ja nichts hier, ne? Ja. Manche setzt mich da noch drauf. Wir machen richtig jetzt hier. Heißer aus den Knie. Genau. Und eins, und zwei. Kommt zu Hause genau rein. Aber auch interessant, ne, wenn du das Thema so siehst, ne, dass dann alles hier. Alles Handarbeit. Ja.
So, hier seht ihr hinter mir, es ist ja hell und hier ist es etwas dunkel. Sieht so aus, als hätte es gebrannt, aber nein, das ist Farbe. Denn, auch wenn wir jetzt gerade auf einem Lost Place sind, ist das hier auch gleich noch eine Filmkulisse. Denn hier an diesem Ort wurde beispielsweise der Film Duell Enemy at the Gates gedreht. Und wir gehen jetzt hier eine Etage höher, da kommen wir nämlich noch zu einer Filmkulisse direkt aus dem Film. So, hier haben wir es jetzt. Selbst diese Schrift dort, das ist alles für den Film gemacht. Das ist jetzt kein Vandalismus. Klar, auf die Jahre ist hier noch vieles passiert. Schild. Leider wurde da jetzt gerade wieder drüber gemalt, deswegen steht hier scheinbar auch dieser Tisch, denn dort wurde extra für den Film nämlich was drauf geschrieben. Wenn ich es finde im Internet, muss ich mal schauen, könnte ich mal ein Bild einblenden. Wie gesagt, sonst Duell Enemy at the Gates gucken. Da geht es um den Angriff der Deutschen auf Stalingrad und die Verteidigung. Und hier haben wir ihn jetzt. Hier ist jetzt die Filmkulisse. Hier komplett aus dem Film aufgebaut. Die Löcher sind für den Film auch nur gemacht worden, damit die da stehen können und mit ihrer Waffe rausgucken können. Du erkennst die Szene sofort, wenn du den Film siehst. Ich glaube, da ist ja hier der Dach noch nicht ganz so runtergekommen, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir antworten. Ja, also stehen wir jetzt gerade mitten in einer Filmkulisse. Ja. Siehst du, ich war vor Jahren hier, hab's fotografiert, fand's geil und wusste es nicht. Peinlich. Oh, danke schön. Ja, geht mal hoch, wir warten dann. Ja. Ja, da haben wir den Glockenturm. Sind wir gleich ganz oben. Holt sich die Natur schon wieder alles. Für Fotos ist das einfach mal der Wahnsinn. Und von hier aus kann ich euch dann noch mal zeigen, was hier nämlich ist, weil das ist ja wie gesagt eine ehemalige Kaserne noch aus deutschen Zeiten, von den Russen ja dann übernommen. Und es wird halt zurückgebaut. Und hier seht ihr das. Nein, ich stehe jetzt nicht in der Wüste. Das ist alles schon leer. Da stand halt mal alles Gebäude.
klar. Na, jetzt auch für dich, weil das ist, das haben wir noch nie gesehen. Das ist so eine schöne Idee. Jo. Ey, da muss ich den Philipp zeigen. Ist das aus der Nazi-Zeit oder was? Ja, das war ja vorher nicht so. Ja. Außerdem habe ich, glaube ich, nicht, dass die Russen auf Deutsch alles geschrieben haben. Ja, das ist nämlich komplett in Deutsch. Du wirst gleich mal kurz zu sehen sein. Ich schicke das nur und gucke. Ja, da hatten wir jetzt gerade einen Fund. Den kannten die beiden selbst noch nicht. Das ist Geschichte hautnah. Und wie seid ihr auf Allee gekommen eigentlich? Und da ist jetzt das Offiziersheim, das Casino. Da gehen wir jetzt mal hoch. Schauen wir mal, ob wir reinkommen. Ist manchmal nicht so einfach. Aber wenn, wird es sich lohnen. Und dann gehen wir in das Gebäude hier hinter mir. Denn da drin verbirgt sich wirklich was Historisches, Geschichtliches. Manche werden es nicht mögen, aber es gehört nun mal zu unserer Geschichte und somit werden wir es auch dokumentieren. Aber jetzt schauen wir erstmal. Mit unserer netten Begleitung, die wir noch dabei sind. Ist das schon schön. Ja, willkommen im Reitersaal. Hier wurden auch schon so einige Filme gedreht. Mal schauen wir uns doch mal um. Schaut mal, wie das verziert ist. Schönes Mosaik. Und der Raum. Der war bestimmt auch mal in seinen Glanzzeiten wunderschön. Und auch hier wieder Spuren der Vorzeit. 15 verschiedene Schichten waren hier drauf. Nein. Gesamten Zeitgeschichte. Oh, hier kommen wir noch. Hier sind noch alte Bilder. Kein Wunder, dass das Ding sonst immer zu ist, weil ihr seht, irgendwelche Idioten haben schon rumgeschmiert. Geschichte, Kunstwerk. Warum sind doch irgendwelche Idioten und schmieren da rum? Beim besten Willen, das kann ich nicht verstehen. Also es geht gar nicht. Und durch sowas kommen wir ja nun mal leider in Verruf. Aber da sehe ich jetzt auch gerade noch ein Detail. Zwei auf dem Kunstwerk. Da haben sie halt auch schon geguckt, was da. Also hier waren schon mehrere Sachen drunter. So, jetzt kommen wir doch mal zu ein paar technischen Details von diesem ganzen Objekt hier. Also, wie ihr gesehen habt, wir sind auf einer riesigen Kaserne. Die wurde 1935 in Auftrag gegeben. 1937 begann dann der Bau. Das Ganze ist eine ehemalige Heeresreitschule, also noch Kavallerie. Wurde dann aber später dann zu einer Panzer Kaserne, sagen wir es einfach mal so.
und später dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg von der Roten Armee übernommen und auch als Panzerkaserne genutzt. Ja, das Gelände ist riesig, vieles habt ihr schon gesehen, an einigen Stellen abgerissen, neu gebaut, denn hier soll in Zukunft ja wieder Leute leben. Wie ich auch schon mal etwas erwähnt habe hier in dem Video, hier wurden auch Filme gedreht. Und zwar, um es mal kurz abzulesen, also Enemy of the Gates, wie wir mit am Anfang hatten. Dann wurde aber auch Resident Evil gedreht. Ja, müsste man mal den Film schauen, um zu gucken, wo das war. So wie Mein Führer, den kennen manche vielleicht, manche nicht. Inglourious Basterds, den kennt so gut wie jeder. Das müsste gewesen sein halt in dem Offizierscasino. Dann Effie Briest, sagt mir persönlich nichts, aber Monuments Man sagt mir halt auch wieder was. Ja, also doch, viele militärisch-historische Filme wurden hier gedreht, aber dieser Ort sprüht immer noch von Geschichte, von Vergangenheit. Und eins werdet ihr noch sehen, eigentlich so das Highlight auf diesem Gelände noch. Und dass das erhalten ist, ist einfach noch der Wahnsinn, wa? Gut. Dann machen wir mal weiter. Wieso wir schnacken, schauen wir uns weiter alles an. Ja, und das Hakenkreuz ist historisch. Es werden extra Gerüchte gestreut damals, wo gesagt wurde, das wurde für einen Film gemacht. Mhm. Das haben sie aber nur gemacht, weil sie nicht wollten, dass das zum Wallfahrtsort wird. Und wir kannten aber einen, der hatte Kontakte zur Stadt Potsdam. Und der hatte eine Liste von den Sachen, die hier unter Denkmalschutz stehen, und da war das Gemälde auch, also das Mosaik dabei, also aus damaliger Zeit. Mhm. Also hört das, dann schauen wir uns das mal jetzt mit euch an. Und wie gesagt, wer das sowas nicht sehen will, ja, der spult halt ein bisschen vor, aber genau, man muss wie gesagt, auch, es gehört, sagen wir mal, zu unserer Geschichte. Genau, das ist keine politische Einstellung oder so, das ist einfach nur geschichtlich, will man sowas dokumentieren, ne? Ist ja dann auch dein Ansinn, ne? Ja, ja. Ich sag mal, unsere Opas haben ja alle leider im Krieg gekämpft. Und sie waren keine Nazis. Naja, sie mussten, ne? Genau. Also. Aber das Wichtigste ist erhalten, also sehenswert. So auch noch diese Marmorsäulen. Ja, genau. Überleg mal, das ist schon was. Ja, ne? Dann hat doch hier die Decken. Das sieht doch schon nach was aus. Dann auch halt die Treppe. Oh, da haben wir im Original so diesen Teppich hier. Ja, und da oben. Da seht ihr schon mal. Da ist er schon mal zu sehen, der Reichsadler. Also, letzte Chance. Wer es nicht sehen will, schaltet weg, denn jetzt seht ihr es. Guck mal hier, das Hakenkreuz hier auf der Ecke hat einer abgeschlagen. Siehst du? Das ist neu. Siehst du hier in der Mitte das Hakenkreuz? Ja, stimmt, ja. Das ist neu, da wird einer irgendwie... Also als ich letztes hier war, da war hier unten auf dem Boden. Ja. Auch noch alles, da findest du vielleicht so ein schicken Mosaik, weil da hinten ist eine Ecke, das hat ja schon gefehlt. Soll ich dir erklären, warum das fehlt? Ja. Ich kann euch die Geschichte dazu erklären. Ja. Wir kannten das Mosaik, wo das so komplett in Schuss war. Aha. Wir haben irgendwann mal, Linke haben hier eine Party gefeiert. Mhm. Und da waren die dort im Raum und die hatten so eine Couch hingeschleppt und haben die angezündet. Okay. Und durch den Wandschaden ist das dann runtergefallen. Ja. Aber dass das jetzt wieder so, dass man das sehen kann, ein Kumpel von uns, den wir kennen, der hat sich die Mühe gemacht, hat sich hier mit der Leiter und hat alles sauber gemacht wieder. Weil ich sag mal, als ich hierher kam und das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir einfach nur, what the fuck? Dass sowas noch erhalten blieb, noch nicht so zerstört wurde, das ist. Das ist einmalig. Das ist eine lebende Geschichte. Ja, das ist einmalig. Ja. Ja, jetzt bin ich hier mal in so einem Nebenraum und das sieht alles, wie ich schon unten war, alles entkernt. Hier ist wirklich nichts mehr. Das einzige Schöne ist wirklich
der große Raum hier noch mit dem Reichsadler. Das ist ja wirklich die lebendige Geschichte. Und wie mir die Molly gerade noch erzählt hat, zur NS-Zeit, ein Herr Guderian, bestimmt Generalfeldmarschall, der war halt hier mal stationiert. Hat auch ein sehr hohes Tier zu der Zeit. Aber ja, so, dann gehen wir mal in die nächsten Gebäude, weil hier ist ja wirklich, wie gesagt, außer das hier in der großen Hauptrolle ist hier ja leider nichts mehr. Aber das Gebäude bleibt erhalten, es wird restauriert. Na dann, wa? Wo waren die nächsten Gebäude? Ja. Sagst du, es gibt noch ein paar hübsche Sachen? Ja, wir haben Friedrichshain, was wir noch in unserer Wäscherei. Wollte gerade sagen, wir sind ja schon langsam so mistig, weil dann gehen wir noch in die Wäscherei, würde ich sagen. Genau, und da gibt es noch einen Panzer zu sehen und, ja. und. Ja, also, da kommt noch was. Aber es ist nicht schöner, hier noch auf Teppich zu laufen, wa? Ja, so, jetzt sind wir raus hier. Wie ihr seht, hier alles Baustelle. Sieht halt nicht nur drinnen danach aus, es ist halt hier draußen alles. Aber das Gebäude bleibt uns erhalten. Und hier waren überall Soldaten drin? Alles, alles voll. Also waren ja eigentlich megamäßig viele Menschen da. Das war eine eigene Stadt, die haben ein eigenes Kraftwerk gehabt, das ist da vorne noch. Das können wir euch mal aus der Ferne zeigen, wenn wir am Fenrichsheim waren. Die hatten hier, teilweise hast du in den Kellern damals noch gesehen, haben sich in den Kellern Hühner gehalten. Okay. Die hatten einen riesen Speisesaal, der ist leider abgerissen. Aha. Der war, wie viele Soldaten waren hier zur Hochzeit? Also zu Russenzeiten wollen wir 20.000 stationiert gewesen. 20.000, musst du dir vorstellen. 20.000 Leute, gut. Die Offiziere haben in Wohnungen gewohnt. Aha. Aber die einfachen Soldaten haben dann im Großraum, also so richtig in den Hallen, ja, und dann ein Bett neben den anderen. Ne? Ja. Also Privatsphäre hatten die gar nicht. Ja. Wie man es noch aus eigener Bundeswehrzeit kennt. Ja, ja, genau. Nur halt ein bisschen rustikaler noch. Ein bisschen rustikaler, ja. Ja. Aber naja, Wodka hat halt immer warm gehalten. Ja, ja. Und dann wurde alles spaßig. War doch eine interessante Küche. Das war wahrscheinlich halt hier von dem Areal. Hier sind ja die ganzen Quartiere. Und hier haben sie dann halt gegessen. Halt Gemeinschaftsverpflegung. Ja, war auch schön, schön bunt. So, jetzt geht's weiter. Denn hier gibt's noch einiges zu sehen. Ja, das ist eine Bewegung. Ja, ja, ich bin auch gleich. Der lange Weg, der ist jetzt schon nicht so verkehrt. So, jetzt gehen wir halt in dieses Gebäude rein. Das soll irgendwie, ja, Unteroffiziers Casino gewesen sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gut zugemacht. Und, ja, dann. Hier haben wir wieder eine Treppe. Eine schöne alte Tür. Ah. Ist das richtig schön runtergekommen? Das ist richtig runtergekommen, ja, ja. Das ist aber auch erst, dass das so extrem ist, so die letzten 4-5 Jahre. Ah, du kriegst mit, das. Ja, wenn das Wasser rein wird, ja, ja, ist meistens vorbei. Wollte ich gerade sagen, das. Guck mal, jetzt hast du oben auch noch so eine Empore. Ach, die Lampe geht auch noch runter.
euch mal ein bisschen mitnehmen. Ja, und hier haben sie Partys damals drin gefeiert. An die Nacht habe ich jetzt hinter sich. Hast du deine? Ja. Kannst du mir die geben? Warte, ich will mal nicht die Wand bei dir. Ach, hier kommen wir doch mal auf die Bühne. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Da müssen wir auch aufpassen. Wölbt sich schon der Boden. Es ist dunkel hier. Bräuchte man eine bessere Taschenlampe, wa? Es ist alles so dunkel, wir brauchen eine bessere Taschenlampe. Also. Historiker heißt nicht genau wie das machen. Ja, schon krass, war. 21 Farbschichten. Ja, und du kannst alle nachvollziehen. Aber jetzt frage ich mich, wie kriegst du das hin? Ja, da musst du wahrscheinlich ganz. Dass du die auch an der Stelle genauso separierst, dass du das genau siehst. Wahrscheinlich ganz vorsichtig mit einem kleinen, feinen Messer. Ja. Und weil die ja wirklich alle eine andere Farbe haben. Ja, ja ganz schwer, ne? Ja. Es ist eigentlich das Blaue, da sieht ja fast alle drei fast gleich aus. Ja, und jetzt müsste man wissen, welches war jetzt zur Nazi-Zeit und welches war zu der russischen Zeit. Ja. Das müsste man auch noch rauskriegen. Alles schön krass, ja. Aber interessant ist aber auch hier, Tür haben wir es ja auch, war hier? Ja, da die Tür auf, genau. Stimmt, die Nazis waren ja von der Zeit her vom 35 bis, ja doch, sind auch 10 Jahre. Von 38. Also das Gebäude lassen wir jetzt hinter uns. Und jetzt gehen wir halt in die Wäscherei. Und dort soll noch ein Übungspanzer, also ein Teil vom Übungspanzer sein. Dann schauen wir uns das nochmal. Haben wir jetzt aber einen guten Fußweg vor uns. Ihr schaut euch das Gebiet nochmal mit der Drohne kurz von oben an. Und dann sehen wir uns gleich an der Wäscherei. So, da sind wir. Das Wäschehaus. Bin mal gespannt. Also wie ihr seht hier, es ist ein reines Brachland. Hat alles schon weg. Hier dann noch ein paar Steine. Die Sonne geht jetzt auch schon langsam unter. Große Zahnbürste, war? In deinem Video hast du hier mal ein Video drin gemacht? Nee, hier noch nicht, nee. Nee, deswegen, dann war das ein anderes Video. Genau, hier war ich noch nicht, also hier war ich ja so, aber hier habe ich noch keine Videos gedreht. Ja. Also jetzt halt die Mangel hier. Das ist ein Mangel, ja. Genau. Ja, wenn ich brav wurde, dann wurde er ermangelt. Weißt du, warum ich das hier zuletzt abreiß? Nee. Das war ja hier die Wäscherei. Ja. Die Russen, wo die abgerückt sind hier, haben die ganz viel Bleiche gehabt und haben die einfach hier draußen hingekippt. Das ganze Erdreich ist hier total verseucht. Mhm. Und die müssen das ganze Erdreich erneuern. Deswegen sind die haben jetzt noch nicht so viel gemacht.
Ja, jetzt befinden wir uns hier im großen Raum, wo die ganzen Trockner standen. Gerade kamen wir ja aus dem Raum mit den Waschtrommeln, habt ihr ja gehört, der ein bisschen was erzählt. Und hier, also hier sind nicht Kilo, hier sind ja fast Tonnen an Wäsche durchgegangen. Also kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man nur seine Haushaltswaschmaschine zu Hause ein, zwei Mal die Woche anschmeißt. So, dann gehen wir mal raus. Ja, geil, wa? Steht ein kleiner alter Panzer. Aber es ist halt ein Übungspanzer. Der Turm ist zwar original. Aber schon. Ja, man sieht's, wir sind auf einer Panzerkaserne. Oh, ey, sag ja wirklich, das ist so scharfkantig. Mir ist da die Hose geplatzt am Arsch. Echt? Ja, ich bin da mal hochgeklettert, ist mir die Hose am Arsch geplatzt. Man muss sagen, das Teil stand mal da vorne in so einem Gebäude drin. Und das war auch, da war noch das Unterteil dran. Ja, nochmal dem Sonnenuntergang entgegen. Haben jetzt eigentlich alles gesehen, was es noch auf diesem Lost Place zu sehen gibt. Und das wird von Tag zu Tag weniger werden. Ja, die Tour ist vorbei. Wie ihr seht, hier ist nichts mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch mit dem bisschen historischen Hintergrund dieses Mal, dank unserer Begleitung. Folgt den beiden gerne mal. Ich markiere euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder zum nächsten Video. Bis dahin. Aber das Like ja? Nicht vergessen. Genau, natürlich. Das aber das wisst ihr natürlich alle, wa? Ja, deswegen. Ciao, ciao.